Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 8. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit der Drucksache 2010-506. Und ich darf wieder Herrn Staatsminister Professor Dr. Lörz zur Einbringung bitten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. In der Tat, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich das erlebe, dass ich zwei Reden unmittelbar hintereinander zu verschiedenen Punkten halten darf. Aber es ist mir mindestens eine Doppelstunde. Ja, wunderbar. Wir machen ja gleich noch eine Dreifachstunde, aber jetzt machen wir erst mal die Doppelstunde. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir mindestens eine ebenso große Freude, wie über den Punkt der individuellen Förderung gerade eben zu reden, jetzt auch noch den Entwurf für das Gesetz zur Änderung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes für die Hessische Landesregierung einzubringen. Sie wissen, nach Artikel 7 Absatz 4 des Grundgesetzes hat jedermann das Recht, Privatschulen zu errichten. Daraus ergibt sich auch ein Anspruch auf staatliche Förderung. Wie der Gesetzgeber diesen Anspruch erfüllt, wird freilich vom Grundgesetz nicht näher vorgeschrieben. Der verfassungsrechtliche Rahmen gebietet aber, dass die staatliche Förderung die institutionelle Existenz der Privatschulen gewährleisten muss. Und zudem muss sichergestellt werden, dass private Schulträger, die sich ideell und finanziell für ihre besonderen pädagogischen Ziele engagieren wollen, dies auch im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben tun können. Der private Schulträger muss also stets einen angemessenen Eigenanteil der Kosten tragen. Und das gilt im Übrigen in allen Ländern der Bundesrepublik. Ich möchte speziell betonen, dass unsere hessischen Ersatzschulen seit jeher wichtige Impulsgeber für pädagogische Innovationen sind. Und davon profitieren nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die diese Schulen besuchen, sondern auch unsere öffentlichen Schulen. Und ich denke, wir sind uns auch darin einig, dass unsere hessischen Ersatzschulen dafür eine dauerhaft auskömmliche und verlässliche staatliche Förderung bekommen müssen. Und mit dem vorgelegten Gesetzentwurf kommt die Landesregierung dieser Zielvorgabe nach. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Landesregierung stellt sich auch in schwieriger Haushaltslage ihrer Verantwortung und sendet mit dem heute eingebrachten Entwurf gleichzeitig ein besonderes Signal der Wertschätzung in Richtung der Ersatzschulen. Die Bedeutung, die die Landesregierung Ihnen zumisst, spiegelt sich folgerichtig in der beträchtlichen Gesamtsumme wider, die wir mit diesem Gesetz für die Förderung dieser Schulen aufwenden werden. Allein für das Jahr 2024 werden sich die Zuschüsse auf fast 441 Millionen Euro belaufen. Und im Haushaltsjahr 2025 werden es aus heutiger Sicht rund 466 Millionen Euro sein. Damit grenzen wir, natürlich die Zustimmung dieses Hohen Hauses vorausgesetzt, bei der jährlichen Förderung der Ersatzschulen jetzt knapp an eine halbe Milliarde Euro an. Das heißt, das Land unternimmt hier eine besondere Kraftanstrengung zur finanziellen Ausstattung der hessischen Ersatzschulen, die sich auch bereits im Haushalt 2023/24 widerspiegelt. Und dieses Geld ist in meinen Augen sehr gut angelegt, denn die Vielfalt unserer Bildungslandschaft und die Freiheit bei der Schulwahl sind eine wesentliche Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern in Hessen. Meine Damen und Herren, mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf werden die Weichen dafür gestellt, dass ein Auseinanderlaufen der Kosten für die öffentlichen Schulen und der Zuschüsse für die Ersatzschulen in Zukunft vermieden wird. Die anstehende Änderung beinhaltet daher eine grundlegende Veränderung des bisherigen Finanzierungssystems. Und dabei geht es auch nicht um einen kurzfristigen Effekt, sondern um Planungssicherheit für die Ersatzschulträger und für das Land während der Laufzeit dieses Gesetzes. In den Gesetzentwurf, so viel will ich noch zum Verfahren sagen, sind auch die Ergebnisse aus der Evaluation des vorherigen, also des jetzt noch geltenden Ersatzschulfinanzierungsgesetzes eingeflossen. An dieser Evaluation waren die Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen wie auch der nichtkirchlichen Ersatzschulen beteiligt. Und das neue Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schülerkosten konnte so in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden der privaten Schulträger entwickelt werden. Ich darf daher schon mit einigem Stolz und Zufriedenheit feststellen, alle vom Gesetz Betroffenen hatten Einblick in die Erhebung der Daten und die Entwicklung des Berechnungsverfahrens. Und damit fußt der Gesetzentwurf auf einem abgestimmten, transparenten und vor allem für alle Seiten fairen Finanzierungssystem. Lassen Sie mich das noch an einigen Bausteinen des Gesetzentwurfs illustrieren. Wir orientieren uns weiterhin an den Ausgaben für Schülerinnen und Schüler an einer öffentlichen Schule in der jeweiligen Schulform. Denn dieses System hat sich seit seiner Einführung bewährt. Genauso wie übrigens auch die Berechnungssystematik der Schülersätze.
Die Schülersätze sollen daher auch in Zukunft aus einem schulformbezogenen und einem schulformübergreifenden Betrag sowie einem kommunalen Sachkostenbeitrag bestehen. Und darüber hinaus garantieren wir den Trägern der Ersatzschulen, dass kein Schülersatz, wie er jetzt aktuell neu berechnet wird, unter den Stand von 2023 absinkt. Im Vergleich zum aktuellen Gesetz fußen die Vergleichsdaten der Kosten für die öffentlichen Schulen allerdings nicht mehr auf einem starren Basisjahr, sondern auf einem Mittelwert der aktuellsten verfügbaren Daten, der die Schwankungen über die Jahre hinweg ausgleicht. Darüber hinaus werden erstmals die Investitionskosten der kommunalen Schulträger für Schulbauten einbezogen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, allein dieser Schritt erhöht die Bemessungsgrundlage um rund 362 Millionen Euro. Die Anpassung der Schülersätze über die Laufzeit des Gesetzes, das ist das Herzstück des neuen Gesetzentwurfs, beruht künftig auf der tatsächlichen Ausgabenentwicklung für Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen. Diese wird jährlich bei der Berechnung der Schülersätze nachvollzogen, das heißt, das Referenzjahr wächst sozusagen mit. Und schlussendlich führt die Anpassung in der Berechnungssystematik über die Berücksichtigung des Zinseszinseffekts dazu, dass eben ein Auseinanderlaufen der Entwicklung der Landeskosten und der Schülersätze bei der Ersatzschulfinanzierung vermieden werden kann. Das war unser Kernanliegen bei der Schaffung dieses neuen Gesetzentwurfs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine außerordentliche finanzielle Kraftanstrengung des Landes. Ich habe die Größenordnungen ja bereits beziffert. Und deswegen kann sie auch, so ehrlich muss man sein, nur durch einen stufenweisen Anstieg der Förderquote gelingen. Das bedeutet, im Ergebnis erhalten die allgemeinen Schulformen im Jahr 2024 zunächst einmal 80% und steigen dann bis 2033 auf 85% an. Die Förderquote für die Förderschulen fängt bei 85% an und steigt dann bis 2033 auf 90%. Also das ist die Zielmarke, zu der bekennen wir uns auch, müssen uns aber auch dazu bekennen, die können wir nicht von Anfang an erreichen. Aber wir verabreden sozusagen einen stufenweisen Aufwuchs, oder wir legen das im Gesetz fest, einen stufenweisen Aufwuchs, der garantiert, dass wir am Ende auch bei der Zielmarke tatsächlich ankommen werden. Herr Staatsminister Lotz, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Jawohl, Frau Präsidentin, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen also, mit dem nun vorgelegten Gesetzentwurf hat die Landesregierung die Gelegenheit genutzt, den hessischen Ersatzschulen auch künftig eine ausreichende Finanzierung zu sichern, die ihre Bedarfe berücksichtigt und an die besonderen Gegebenheiten ihres Betriebs angepasst ist. Und das eindeutige Zeichen, das von diesem Gesetzentwurf ausgeht, ist klar. Auch in finanziell schwierigen Zeiten bekennt sich die hessische Landesregierung zur Partnerschaft mit den Ersatzschulträgern. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir präsentieren Ihnen hier ein gelungenes Werk. Ich freue mich darauf, es mit Ihnen im Ausschuss weiter diskutieren zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lotz, für die Einbringung. Und für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abgeordnete Scholz das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, bei der Lektüre des vorliegenden Gesetzentwurfs der Regierungskoalition zur Änderung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes fühlte ich mich in die Haushaltsdebatte 2021 zurückversetzt. Bezüglich der Finanzierung der Ersatzschulen, gemeint sind die derzeit 201 genehmigten privat geführten bzw. freien Schulen in Hessen, stellte ich seinerzeit in der kursorischen Lesung und dann auch im Ausschuss, im KPA, an die Fachbeamten und Minister die Frage, wie genau sich die Finanzierung der Ersatzschulen berechnet. Schon hier war es bei aller Wertschätzung für die Arbeit, die an den Ersatzschulen in Hessen geleistet wird, die durchaus beachtliche Differenz der Förderung pro Kopf zwischen Schülern an öffentlichen und an privaten Schulen aufgefallen. Und diese betrug im Haushaltsjahr 2022 für die ca. 57.000 Schüler an den Ersatzschulen pro Kopf 7.123 Euro. Und auf die Schüler an den staatlichen Gymnasien entfiel nur ein Förderbetrag von 6.545 Euro. Und das war eine Differenz von 578 Euro pro Kopf. Die Antwort der Fachbeamten als auch des Ministers hierauf, die Berechnungsgrundlage der Finanzierung der Ersatzschulen sei extrem kompliziert und eine Erläuterung sei an dieser Stelle leider nicht möglich, aber man würde ja einer Neufassung des Gesetzes arbeiten, die eine erleichterte Beantwortung der Frage verspricht. Und bis dahin sollten wir uns, danke schön, in Geduld üben, und das taten wir dann auch. Und das Ergebnis dieser Bemühungen landet nun auf unseren Schreibtischen. Diese Verfahrensweise ist ja nicht bekannt. Ganz kurzfristig hat man uns das jetzt vorgelegt. Man will also der Opposition jetzt nicht zu viel Vorlauf gewähren. Aus den Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt
2023/24 wissen wir, dass die Pro-Kopf-Finanzierung zwischen staatlichen und Ersatzschulen sich dabei weiter auseinanderentwickelt haben oder sich weiter auseinanderentwickeln wird. So erhalten Ersatzschulen pro Schüler in 2023 7.065 und Schüler an öffentlichen Gymnasien 6.370 €. Immerhin jetzt schon wieder eine Differenz von 695 € zugunsten der Ersatzschulen. In 2024 erhöht sich das ja dann noch einmal erheblich. Da entfallen dann 8.002 € auf die Ersatzschulen und auf die Gymnasien nur 6.374 €. Und dabei ist natürlich zu beachten, ja, das kann man natürlich als Beweis dann noch mit vorbringen, dass die Haushaltsjahre 2023/24 aufgrund separat ausgewiesener Verwaltungskosten ja nur schwer zu vergleichen sind. Aber hier mit der Transparenz, die Sie gerade so angesprochen haben, ist es nicht so weit her. Die existiert meines Erachtens nicht. Und man lässt sich eben hier ungern in die Karten schauen, wie die Entwicklung hier zwischen den Schulen vonstatten gehen soll. Ich hoffe, dass hier eine Expertenanhörung vielleicht auch angedacht ist von den regierungstragenden Parteien. Unserer Meinung nach genügt die vorliegende Novelle nicht ihrem eigenen Anspruch, die Intransparenz der alten Fassung des hessischen Ersatzschulfinanzierungsgesetzes aus 2013 übrigens zu beheben. Eine transparente Berechnungsgrundlage bietet auch diese Novelle nicht. Und dieses gilt hier nachzubessern, meine Damen und Herren. Und bei aller Kritik gibt es aber auch Lobenswertes festzustellen. So begrüßen wir den verpflichtenden Anschluss der Ersatzschulen an das landeseigene Schulverwaltungsverfahren der LUSD zur Erhebung der jeweils aktuellen Schülerzahlen. Allerdings regen wir die Prüfung einer verpflichtenden Angabe von Krankheits- und Fehltagen von Lehrern und Schülern an, um entsprechende Landesstatistiken künftig genauer dokumentieren zu können. Die Einbeziehung der staatlichen Schulämter und der zuständigen regionalen und überregionalen Beratungs- und Förderzentren bei der Feststellung des Anspruchs eines Schülers auf sonderpädagogische Förderung im jeweiligen Förderschwerpunkt erachten wir gleichsam als zielführend. Und dies gilt auch für die den Schulen für Kranke eingeräumte Möglichkeit, die Erhebung der Schülerzahlen per Jahresdurchschnittsschülerzahl per monatlicher Datenübermittlung an die LUSD zu erbringen. Ungeachtet dessen halten wir den Gesetzentwurf in der derzeit vorliegenden Form aufgrund der einleitend vorgetragenen Mängel für nicht zustimmungsfähig. Und ja, ich hoffe dann auf eine gute Diskussion im Ausschuss. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Abgeordnete Degen das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ersatzschulfinanzierung muss dringend neu geregelt werden. Erstens mal, weil das bestehende Gesetz ausläuft. Deswegen ist es auch keine Überraschung, dass jetzt wir auch in diesen Tagen über eine Novellierung reden, meine Damen und Herren. Und wer ein bisschen auch vernetzt ist in der hessischen Bildungswelt, der hat auch schon von der Regierungsanhörung mitbekommen, die ja netterweise durchgeführt wurde im Vorfeld, sodass, glaube ich, ich hier ausdrucksweise mal sagen kann, als ob es jetzt so, dass ich mich durchaus mitgenommen fühle, auch bei diesem Prozess, meine Damen und Herren. Da kann ruhig mal die Regierungsfraktion auch, können auch mal klatschen. Meine Damen und Herren, das Gesetz muss aber auch deswegen neu geregelt werden, weil eben die bestehende Regelung sich keineswegs bewährt hat, die 2013. Ich glaube, Herr Minister Loss, da waren Sie Staatssekretär, Sie haben es vorhin erwähnt, weil da eben einige Regelungen eingeführt wurden, die keineswegs getragen, um wirklich der tatsächlichen Kostenentwicklung der Ersatzschulen auch Rechnung zu tragen, das wir gerade in den letzten Jahren eben wieder gesehen haben. Denn die bisherige Finanzierung ist zu starr. Es fehlt an einer angemessenen Dynamisierung. Und dementsprechend waren und sind aktuell noch die hessischen Ersatzschulen unterfinanziert, meine Damen und Herren. Das muss sich ändern. Die Einsicht dafür,
Die Einsicht dafür hat der Landesregierung allerdings lange gefehlt. Auch das muss heute gesagt sein. Denn es waren die vielen freien Schulen, vor allem das Aktionsbündnis Freie Schulen fair finanzieren, die immer wieder darauf hingewiesen haben, wie prekär die Finanzlage der freien Schulen, der Ersatzschulen sich entwickelt hat. Es wurde eine Petition initiiert mit 13.000 Unterschriften, meine Damen und Herren, erst mit Einreichen dieser Petition im Dezember 2021 und dem dann laufenden Prozess hat erst ein Eindenken, meine Damen und Herren, funktioniert. Und deswegen haben wir heute ein Gesetz Entwurf vorliegen, der zumindest eine gute Diskussionsgrundlage ist für das weitere Prozedere, meine Damen und Herren. Und ich denke, eine angemessene Finanzierung ist gerade deswegen so wichtig. Erstens mal, damit Schulen, die sich wirklich in ihrer Existenz bedroht gesehen haben in letzter Zeit, sie eben nicht vor der Schließung stehen. Aber auch gerade deswegen, das ist uns Sozialdemokraten so wichtig, damit eben das Sonderungsverbot eingehalten werden kann. Denn die einzige Konsequenz wäre, wenn die Ersatzschulen nicht angemessen finanziert werden, wäre, dass die Elternentgelte steigen, meine Damen und Herren, und damit eben das Sonderungsverbot nicht eingehalten würde und der Besuch einer solchen Schule noch viel, viel mehr vom Einkommen der Eltern abhängen würde, als das aktuell der Fall ist. Und deswegen ist es richtig, hier auch etwas draufzulegen und für eine faire Finanzierung zu sorgen. Und das ist auch aus Arbeitgebersicht wichtig, denn auch das ist eine Grundlage unseres, denke ich, Grundkonsenses, dass auch die Lehrkräfte an eben Ersatzschulen angemessen finanziert werden müssen und da auch nicht allzu sehr unter dem Niveau der öffentlichen Lehrkräftefinanzierung zurückfallen dürfen. Meine Damen und Herren, deswegen ist dieser Gesetzentwurf, wie gesagt, eine gute Grundlage. Aber auch da will ich noch einmal darauf hinweisen, ich würde mir grundsätzlich bei der Diskussion über Sonderungsverbote und wie die Landesregierung das auch kontrolliert, etwas mehr an der Stelle Transparenz wünschen. Herr Minister, würden nicht die Linke oder die SPD immer wieder nachfragen? Hätten wir da gar keine Zahlen und Berichte von Ihnen? Ich will auch noch einmal sagen, dass da auch noch die Diskussion einer großen Anfrage der Linke aussteht, wo noch einmal dargestellt wurde, dass es durchaus einzelne Schulen gibt. Da zahlt man nicht nur 2.000 Euro Aufnahmegebühr, sondern auch ein niedrigstes monatliches Schulgeld von 725 Euro. Deswegen fände ich es doch spannend, auch in der Diskussion zu dieser Novelle noch einmal darüber zu reden, wie hoch eigentlich Elternbeiträge sein dürfen und was man da noch tun kann, um hier das Sonderungsverbot vielleicht noch etwas besser auch einhalten zu können. Meine Damen und Herren, es wäre mir ein Anliegen für die Anhörung. Ein weiterer Punkt, der noch zu besprechen ist, ist die Frage der Sachkostenerstattung durch die Kommunen, meine Damen und Herren. Denn anders als Sie, Herr Minister, mir an der mündlichen Fragerunde hier zugesagt haben, ist es nicht so, dass die Ersatzschulen eben gerade bei steigenden Energiekosten diese refinanziert bekommen. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, der durchaus, wenn man hier diese neuen Regelungen konsequent weiterverfolgen würde, den man aufgreifen muss. Und da freue ich mich sicherlich auf das Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden, auch in der Anhörung und weiteren, die das hier noch einmal dann auch einfach, mit denen wir das zu besprechen haben. Insofern ist das eine gute Diskussionsgrundlage für das weiteren Diskussionsprozess. Und ich bedanke mich schon einmal für die Initiative und vor allem Ihre Aufmerksamkeit jetzt und das weitere Verfahren. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Abg. Degen. Und als nächstes hat der fraktionslose Abg. Kahnt das Wort. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schulen in freier Trägerschaft, landläufig Privatschulen genannt, sind längst aus ihrer Bildungsnische hervorgetreten und entwickeln eigene Bildungsprofile. Sie bereichern unsere vielfältigen schulischen Angebote. Ergänzungsschulen bieten Unterrichtsinhalte an, die es im öffentlichen Schulwesen nicht gibt. Hingegen entspricht das Bildungsangebot von Ersatzschulen öffentlichen Schulen. Ersatzschulen arbeiten nach eigenen Lehr- und Erziehungsmethoden und geben wertzuschätzende, besondere Impulse mit pädagogischer, religiöser oder weltanschaulicher Prägung. Nach Genehmigung können sie finanziell gefördert werden, und eine finanzielle Förderung ist verfassungsrechtlich garantiert und richtet sich nach dem
Ersatzschulfinanzierungsgesetz. Im Schuljahr 2021/22 gibt es in Hessen 201 genehmigte Ersatzschulen, die von ca. 57.000 Schülerinnen und Schülern besucht werden. Die Zuwendung an Ersatzschulen im aktuellen Haushaltsjahr belaufen sich auf 365 Millionen €. Im Zentrum des Gesetzentwurfs steht daher die tatsächliche veränderte Entwicklung der Schülerkosten, und Zuschüsse werden nun an die Kosten öffentlicher Schulen angepasst, womit eine systemgerechtere Berechnung der Schülersätze erfolgt. Gut ist auch, Ersatzschulen erhalten zukünftig Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung den Schülersatz des jeweiligen Förderschwerpunktes. Und erstmals werden Investitionskosten kommunaler Schulträger über ein zehnjähriges Mittel berücksichtigt. Es gibt weitere Nachbesserungen, etwa zu den Sachkosten. Abschließend ist festzustellen, die zukünftige Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft ist eine besondere Wertschätzung gerade dieser Schulen und ist nun bis zum Jahr 2023 gesichert. Damit werden die Bildungsziele von Schulen in freier Trägerschaft nachhaltig gefördert und gestärkt. Und das ist gut so und in unserem Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Kahnt. Für die Fraktion Die Linken hat jetzt die Fraktionsvorsitzende Kula das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ersatzschulen sind Privatschulen, die das gleiche Bildungsangebot abbilden wie die öffentlichen Schulen. Darüber hinaus gibt es noch Ergänzungsschulen. Die zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie ein Unterrichtsangebot haben, das es im öffentlichen Schulwesen nicht so gibt. Und der Betrieb von Ersatzschulen ist grundgesetzlich gemäß Artikel 7 Absatz 4 Satz 2 Grundgesetz garantiert, nachdem bedarf der Betrieb einer Privatschule eine staatliche Genehmigung. Und auf diese hat der Betreiber dann auch Anspruch, wenn die Qualität der Privatschule der einer öffentlichen Schule gleichwertig ist. Aber in dem Artikel ist auch ein Sonderungsverbot festgeschrieben. Das heißt, dass der Besuch einer Privatschule nicht an finanziellen Mitteln der Eltern scheitern darf. Und inwiefern das in Hessen eingehalten wird, darauf kommen wir sicher im Verlauf der weiteren Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung noch zu sprechen. Die will jetzt nämlich, dass die Privatschulen besser finanziell ausstatten und das Ersatzschulfinanzierungsgesetz novellieren. Privatschulen haben grundsätzlich zwei Einnahmequellen, staatliche Zuschüsse und Schulgeld der Eltern bzw. Schüler. Allerdings erhalten nur die Ersatzschulen die Zuschüsse vom Staat, nicht die Ergänzungsschulen. Und aufgrund der Regelung im Grundgesetz ist der Staat zur Finanzhilfe verpflichtet, wenn das Ersatzschulwesen ohne die finanzielle Förderung evident gefährdet wäre. Und da das Sonderungsverbot einer ausschließlichen Finanzierung durch Elternbeiträge entgegensteht, haben Ersatzschulen also ein Recht auf staatliche Finanzierung. Und die muss eben auch von Zeit zu Zeit angepasst werden. Inwiefern da der Vorschlag der Landesregierung angemessen ist, das wird sich dann in der Anhörung zeigen. Soweit auch die Rechtslage. Aber ich will auch mal auf eine politische Frage zurückkommen. Es muss uns doch beunruhigen, als Land Hessen und somit Träger des Erziehungs- und Bildungsauftrags, wenn Schulen in privater Trägerschaft boomen. Fast 10% der hessischen Schülerinnen und Schüler besuchen eine Privatschule, und die Tendenz ist weiter steigend. Da stellt sich schon die Frage, ob der Gesetzgeber den grundgesetzlichen Ansprüchen des Sonderungsverbotes noch wirklich gerecht wird. Aber heute möchte ich vor allem die Frage in den Vordergrund stellen, warum immer mehr Lehrkräfte und Eltern sich für die Privatschule statt die öffentliche Schule entscheiden. Und das ist ja auch ein Fingerzeig in Richtung Kultusminister. Die Bedingungen an unseren öffentlichen Schulen sind einfach oft schlechter als an Privatschulen. Und das ist ein riesiges Problem. Es ist aber auch schon längst nicht mehr so, das ist ja auch ein Vorurteil, dass alle Privatschulen hochprivilegiert mit tollen neuen Gebäuden sind. Ja, die gibt es auch, aber es gibt zunehmend auch Privatschulen, die aus Elterninitiativen und Förderbedarfen entstehen, die finanziell schlecht dastehen und selbst ums Überleben kämpfen. Das sind zumal die Privatschulen mit kleinen Schulgeldbeiträgen und häufigen Befreiungen eben von diesen Beiträgen. Und dort finden sich nicht nur die Kinder reicher Eltern, sondern auch Kinder, deren Eltern das Schulgeld noch irgendwie zusammenknapsen. Und hier sollte man mal genauer hinschulen. Was macht diese alternativen Schulen denn so attraktiv für die Leute, die sich selbst eigentlich kaum leisten können?
Das ist sicherlich auch, sind sicherlich auch Push-Faktoren von den staatlichen Schulen wie der Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall, Folgen der ständigen Überlastung von Lehrkräften an staatlichen Schulen. Gleichzeitig sind Privatschulen mit ihren pädagogischen Freiheiten oftmals einfach weiter und fortschrittlicher. Zum Beispiel wird die Notengebung bis zur 8. Klasse durch umfangreichere Bewertungsbögen und Gespräche ersetzt. Die Klassengrößen sind kleiner. Individuelle Förderung findet durch Doppelbesetzungen statt. Schülerinnen und Schüler haben Mitspracherechte. Die Schulen sind inklusiv. Meist sind es integrierte Ganztagsschulen, die von Klasse 1 bis 10 zusammenbleiben. AG-Angebote werden mit und durch Schülerinnen und Schüler erarbeitet. Hausaufgaben gibt es nicht. Lernzeiten sind im Tagesrhythmus integriert und werden fachlich begleitet. Schulsachen wie Bücher und so bleiben in der Schule. Es gibt täglich gemeinsames Mittagessen und, und. Und wenn staatliche Versuchsschulen mit deutlich mehr Ressourcen sich auf diesen Weg begeben, sind sie auf einmal auch sehr beliebt. Diese Schulen gewinnen Preise, wie beispielsweise die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden. Und diese Schule hat jährlich viermal mehr Anmeldungen als Plätze. Und da fragt man sich schon, warum nicht endlich ein Umdenken stattfindet, dass unser Schulsystem in diesem Sinne vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss, für modernere Bildung und mehr Bildungsgerechtigkeit in der Fläche statt nur an Modellschulen, meine Damen und Herren. Stattdessen übersteigen tatsächlich die Pro-Kopf-Ausgaben in Deutschland und auch in Hessen für Schülerinnen und Schüler an Privatschulen die Pro-Kopf-Ausgaben für die Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Da sind es nämlich laut Bildungsfinanzbericht 2021 8.200 € gewesen. Und dieser Wert, diese 8.200 € wurde schon 2013 für Privatschulen erreicht. Der dürfte also mittlerweile deutlich darüber liegen. Aber das wird auch nicht systematisch erfasst. Von daher, ja, die Ersatzschulfinanzierung muss angepasst werden. Definitiv muss aber auch das Engagement für unsere öffentlichen Schulen deutlich gesteigert werden, um den Trend hin zu mehr Privatschulen einen Riegel vorzuschieben. Wir wollen dahin kommen, dass sich Lehrkräfte und Eltern bewusst lieber für eine staatliche Schule entscheiden, weil sie mindestens genauso gute Bedingungen liefert wie eine Privatschule. Vielen Dank, Frau Abg. Kuhler. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Dr. Falk das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nach der Doppelstunde mit Kultusminister Alexander Lorz gibt es jetzt noch eine kleine Doppelstunde mit Dr. Falk. Ich will vielleicht zur Kollegin Kuhler sagen, vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden. Sie haben ein flammendes Plädoyer für Ersatzschulen gehalten oder wie Privatschulen, wie Sie sagen. Dann hört sich noch ein bisschen elitärer an. Da gibt es auf der einen Seite die Schulen, die eine wesentlich bessere Arbeit machen als unsere staatlichen Schulen, und es gibt die Schule, und die haben viel bessere Bedingungen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ersatzschulen, wo nur Reiche, wo nur Kinder von reichen Eltern hingehen. Also muss ich sagen, das ist auch wieder so eine Welt, in der ich nicht lebe. Das muss eine andere Welt sein. Also ich kenne Ersatzschulen, die machen eine tolle Arbeit. Ich kenne auch staatliche Schulen, die machen eine tolle Arbeit. Und es gibt Schulen, da läuft es nicht so gut. Die gibt es hier und die gibt es da. Es gibt auch an staatlichen Schulen Kinder von reichen Eltern. Es gibt auch an vielen Ersatzschulen ganz normale Kinder. Also ich kenne gar keine elitäre Privatschule, muss ich sagen. Also das ist nicht so die Welt, in der ich lebe. Aber das bleibt vielleicht Ihr Geheimnis, wo diese ganzen Schulen sein sollen. Im Rahmen des letzten Tagesordnungspunkts habe ich erläutert, wie wichtig unser gegliedertes Schulsystem samt der individuellen Förderung ist. Ich will das jetzt nicht noch einmal zusammenfassen. Eine große Bereicherung unserer Schullandschaft sind die Ersatzschulen oder auch Privatschulen, wie sie landläufig heißen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat der Staat die Aufgabe, die Existenz der Ersatzschulen zu sichern. So steht es im Vorblatt zur Änderung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes. Das ist die Rechtsgrundlage. Die Finanzierung der Ersatzschulen ist aber mehr als eine Pflicht. Sie ist für uns eine Aufgabe, der wir sehr gerne und voller Überzeugung nachkommen. Ich bin besonders Kultusminister Prof. Alexander Lorz und weil es auch hier um viel Geld geht für unsere Schulen, auch Finanzminister Michael Boddenberg ganz herzlich dankbar für diese Kabinettsvorlage. Es haben zahlreiche Gespräche und runde Tische mit Vertretern der Träger der Ersatzschulen stattgefunden. Das Ergebnis dieser Gespräche liegt nun vor. Da die Kosten für hessische Schülerinnen und Schüler seit 2013 deutlich stärker gestiegen sind als vor 10 Jahren prognostiziert, wurde auch ein neues Berechnungsmodell notwendig. Wir haben in Hessen deutlich mehr in Bildung investiert als in 2013 geplant.
Das neue Gesetz enthält einen Dynamisierungsfaktor, der Kultusminister hat das schon ausgeführt, der sich an den tatsächlichen Kosten für einen Schüler, eine Schülerin orientiert. Das ist ein Paradigmenwechsel, das ist ein Systemwechsel in der Finanzierung der Ersatzschulen. Und das stellt die Ersatzschulenfinanzierung auf wesentlich bessere und stabilere Beine. Gleichzeitig wurden Einwände des Hessischen Rechnungshofs bezüglich der Doppelförderung berücksichtigt. Der Wechsel von einem Referenzjahr zu einem Mittelwert aus mehreren Vorjahren bietet zudem zusätzlich eine verlässlichere Grundlage. Wir sind überzeugt, dass diese und weitere Maßnahmen die Träger der Ersatzschulen noch stärker in die Lage versetzen, ihren Beitrag zum Bildungssystem in Hessen gut und auskömmlich zu leisten. Wir tun dies auch vor dem Hintergrund bezahlbarer Schulbeiträge. Ersatzschulen sollen für möglichst viele Menschen offen stehen. Offen stehen wir auch für Rückmeldungen im Zuge der Anhörung und der Diskussion zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Falk. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Abg. May das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Das Grundgesetz und unsere Landesverfassung schützen das Recht, freie Schulen zu gründen und zu betreiben. Die Idee dahinter ist, dass aus der Zivilgesellschaft heraus eigene pädagogische Konzepte zum Aufbau und zum Betrieb von Schule verwirklicht werden können. Und aus diesem verfassungsrechtlich garantierten Recht hat sich eine ganz bunte Schulvielfalt in unserem Land entwickelt. Und diese Vielfalt ergänzt und bereichert unsere Schullandschaft in Gänze. Und manches innovative Konzept, das an einer Ersatzschule zuerst Eingang fand, ist nun auch im öffentlichen Schulsystem gang und gäbe. Von daher, glaube ich, sollten wir alle einig sein, dass die Ersatzschulen ein großer Gewinn für unser Schulsystem sind und dass ihre Förderung für uns Priorität haben muss. Das Ersatzschulfinanzierungsgesetz von 2013 hatte die Finanzierung der hessischen freien Schulen bereits auf eine breitere und verlässlichere Basis gestellt. Die grüne Fraktion Anfang 2013, damals noch in der Opposition, hatte das ausdrücklich anerkannt. Ich zitiere aus dem Plenarprotokoll der 137. Sitzung der 18. Wahlperiode Matthias Wagner: Es ist gut, dass es jetzt eine neue und vernünftige Finanzierungsgrundlage gibt. Das will ich ausdrücklich sagen. Zitat Ende. Wir hatten also bereits eine gute Ersatzschulfinanzierung, aber wir haben auch hier vor, noch besser zu werden. Denn die seit 2013 hat sich einiges getan. Das hessische Schulsystem hat sich stark weiterentwickelt. Und wir mussten feststellen, dass sich die Zuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft zuletzt nicht so stark gestiegen sind wie die Anstellung des Landes im staatlichen Schulsystem. Und deshalb ist es notwendig, dass es ein neues Ersatzschulfinanzierungsgesetz mit einem neuen Fundament gibt. Und deswegen war es auch richtig, dass die Landesregierung im Dialog mit den Trägerinnen und Trägern der freien Schulen eine Einigung über die Architektur der Finanzierung angestrebt hat. Und werter Kollege Degen, da haben Sie, glaube ich, die Prozesse etwas falsch beobachtet. Nach meinem Dafürhalten, und Sie können ja vielleicht die Vertreter der Ersatzschulen, die heute hier sind, ich sehe Herrn Borsner und Herrn Raschke, die auf der Besuchertribüne sind, schön, dass Sie der Debatte lauschen, fragen, wie das gewesen ist. Also ich habe das so erfahren, dass es dort viele Gespräche zwischen der Landesregierung und den Verbänden gab, um dort eben eine Einigung zu erzielen. Das zeigt unseren partizipativen Politikansatz. Das zeigt, dass wir daran interessiert waren, eine Einigung mit den Trägerinnen der Ersatzschulen zu finden. Und das war, glaube ich, der richtige Weg. Und deswegen haben wir auch jetzt ein qualitativ so gut ausgefeiltes Gesetzentwurf. Und dieses Ergebnis kann sich auch in Euro und Cent sehen lassen. Sie können das dem Gesetzesvorblatt entnehmen, dass wir hier die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft stark ausbauen werden. Das ist notwendig, damit wir hier auf Dauer eben ein Auseinanderlaufen zwischen dem staatlichen Schulsystem und den Schulen in freier Trägerschaft, dass wir das verhindern können und dass wir dort eben die Zielzahlen, die der Staatsminister schon genannt hat, dass wir die erreichen können.
Aber natürlich muss man auch dazu sagen, dass das Grundgesetz eben neben der Garantie, Schulen in freier Trägerschaft zu betreiben, eben auch sagt, dass es ein Sonderungsverbot gibt. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die staatliche Finanzierung so stark gestalten, dass eben die Schulgelder so niedrig gestaltet werden können, dass dieses Sonderungsverbot nicht stattfindet. Denn für uns ist wichtig, es muss für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Herkunft möglich sein, eine Ersatzschule zu besuchen. Genauso wie das Recht, eine Ersatzschule zu gründen, geschützt ist, muss es eben auch in der Breite möglich sein, diese zu besuchen. Und von daher gehört beides zusammen, Sonderungsverbot und starke öffentliche Finanzierung für die privaten Schulen. Beides gehört zusammen, und beides wollen wir mit dem Gesetzentwurf verwirklichen. Die Privatschulen sind nicht nur Orte für innovative Konzepte, sondern sie sind für uns Grüne Orte gelebten bürgerschaftlichen Engagements. Wir freuen uns daher, dass wir diesen Gesetzentwurf heute besprechen können, freuen uns auf die Anhörung. Das Engagement der Privatschulen beunruhigt uns nicht, sondern es zeigt uns, dass viele Menschen engagiert sind, sich in Bildungsfragen unterwegs zu sein, dass Sie unser Schulsystem ergänzen wollen, werte Frau Kollegin Kuhler. Und ich hoffe, dass Sie im Zuge der Anhörung auch diese Perspektive einnehmen können, dass an Ersatzschulen Hessen ganz prima Arbeit geleistet wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter May. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Promny das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Privatschulen in unserem Land sind durch das Grundgesetz und die Hessische Verfassung geschützt. Und ob Waldorf, international ausgerichtet oder kirchlich getragen, Schulen in freier Trägerschaft haben besondere pädagogische Ansätze, und alle haben ihr ganz eigenes Profil. Und ich glaube, Lehrkräfte und Schulleitungen an freien Schulen in freier Trägerschaft stecken viel Zeit und Herzblut in die Bildung und Erziehung unserer Kinder. Und meine Damen und Herren, ich sage es für uns Freie Demokraten klar und deutlich, Schulen in freier Trägerschaft bereichern die hessische Schullandschaft, und dafür haben sie unseren Respekt und auch unsere Anerkennung ausdrücklich verdient. Meine Damen und Herren, es ist aber auch klar, die Landesregierung macht es unseren Ersatzschulen nicht immer einfach. Es gibt viele Bereiche, wo sie erst einmal vergessen werden, Stichwort Digitalpakt. Zum Teil werden sie benachteiligt, wie bei dem Zugang zu Weiterbildungen für Lehrkräfte. Und sie wurden in den letzten Jahren auch nicht ausreichend finanziert. Ich glaube, so viel gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich freue mich deshalb erst einmal über den vorliegenden Gesetzentwurf. Diesen hätte es ohne die Opposition sehr wahrscheinlich so auch nicht gegeben. Diesen hätte es aber vor allem ohne das große Engagement der Verbände so nicht gegeben. Und deswegen freue ich mich auch ausdrücklich, dass heute Vertreter da sind. Steffen Borzner ist unter uns, und auch Dr. Falk Raschke ist hier. Ich freue mich, dass Sie da sind, denn Sie haben monatelang dafür gekämpft, dass hier eine faire Lösung gefunden wird. Und Kollege Degen hat ja schon zu Recht an die entsprechende Petition, die uns überreicht wurde, erinnert. Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist auch Ihr Verdienst, und darauf können Sie stolz sein. Und für Ihr Engagement möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich ganz herzlich bedanken. Es ist auch schon angeklungen, der Gesetzentwurf aus dem Jahr 2013 war für seine Zeit wegweisend. Er war definitiv gut gemeint. Der Aufwuchs der Mittel für die Privatschulen war, vereinfacht gesagt, an die Beamtenbesoldung gekoppelt, und die tatsächlichen Schülerkosten des Landes sind im gleichen Zeitraum aber deutlich mehr gestiegen. Und deshalb hatten wir da in gewisser Art und Weise eine Schere. Und die 85%, die im Gesetz festgeschrieben sind, wurden nicht mehr erreicht. Zum Teil lagen die Zuschüsse ja lediglich bei 60%. Und die fehlenden Mittel müssen die Schulen dann irgendwie kompensieren. Und das wirkt sich natürlich schnell auf die Elterngebühren aus. Gleichzeitig müssen die Privatschulen jedoch auch das sogenannte Sonderungsverbot einhalten. Sie dürfen Schülerinnen und Schüler nicht, wie die Hessische Verfassung sagt, nach den Besitzverhältnissen der Eltern auswählen. Und das heißt, die Schulen in freier Trägerschaft dürfen das Schulgeld nicht beliebig hochsetzen. Und das, meine Damen und Herren, wollen sie auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch noch einmal wichtig, hier zu betonen.
Es geht also insgesamt einfach darum, dass die Privatschulen zukünftig besser vom Land unterstützt werden, und das ist dringend notwendig. Denn klar ist auch, ohne die Einigung wäre die Situation für manche Träger existenzbedrohend geworden. Und vieles, wofür die Verbände gekämpft haben, findet sich in dem vorliegenden Gesetzesentwurf auch nun wieder. Dabei geht es vor allem um die Dynamisierung der Mittel. Meine Damen und Herren, wir werden in der Anhörung den einen oder anderen Lesungen noch ausreichend Zeit haben, die Details des Entwurfs detailliert zu debattieren. Auf einen Punkt möchte ich aber dabei jetzt schon mal besonders das Augenmerk richten, denn eine Sachkostensteigerung der Kommunen scheint derzeit nicht vorgesehen zu sein. Und das ist insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und die Energiekrise höchst problematisch. Wir hatten einen Änderungsantrag dazu im Haushalt gestellt, der eine Unterstützung der Schulen in freier Trägerschaft bei der Übernahme der Energiekosten vorsah. Dieser wurde natürlich von den regierungstragenden Fraktionen abgelehnt. Meine Damen und Herren, hier muss aber eine Lösung gefunden werden. Und im Übrigen freue ich mich auf die Anhörung im Ausschuss und bedanke mich insoweit für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Promny. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Gesetzentwurf der Landesregierung mit der Drucksache 20/10/50/6 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den KPA überweisen.